Feuerwehr und Kirchengemeinde? Wie passt das zusammen? Unter anderem diese Frage stellt sich die Seelsorgeeinheit Weiersbronn. Wie sieht's also aus im Nordschwarzwald? Das Pastoralteam trifft sich alle 2 Wochen. Es setzt sich aus Haupt- und Ehrenamtlichen zusammen. Ein Pfarrer ist nicht anwesend, da keiner in der Seelsorgeeinheit tätig ist. Pastoralreferent Dominik Weiß leitet seit 6 Jahren als Pfarrbeauftragter die Gemeinde. Anfangs war er als Hauptamtlicher alleine, daher stellte er sich, wie die Ehrenamtliche Edith Lang erzählt, ein Pastoralteam zusammen, um sich irgendwo Rat zu holen und sich ein Team zusammenzustellen, wo er sich gut beraten fühlte. Und ja, funktioniert, glaube ich, recht gut. Seit 3,5 Jahren beschäftigt sich die Gruppe, wie Kirche in Zukunft aussehen kann. Der Ehrenamtliche Max Himmel schildert ein gerade in Angriff genommenes Projekt. Wir haben in diesem Prozess Kirche am Ort, Kirche an vielen Orten, eine Werkstattgruppe gebildet, die sich vor allem um den Aspekt an vielen Orten kümmert, also den Gedanken, dass Pastoral nicht nur in kirchlichen Räumen stattfindet, sondern auch andere setzen sich für dieses Gelingen menschlichen Zusammenlebens ein. Und da wollte man eine Veranstaltungsreihe machen. Und der Beginn dieser Reihe ist eben die Feuerwehr. Bei der Reihe geht es darum, Wertschätzung und Interesse zum Ausdruck zu bringen und zu schauen, wie man möglicherweise kooperieren kann. Die Zusammenarbeit zwischen der Kirchengemeinde und Feuerwehr sei jetzt schon sehr wichtig, sagt der Weiersbronner Feuerwehrkommandant Martin Frey. Zum Beispiel, wenn es um die Notfallseelsorge bei Einsätzen geht. Da geht es ja nicht nur um Löschungen, sondern auch um Hochwasser und Verkehrsunfälle. Er hofft, dass man durch die Treffen, dass man da am Ball bleibt und sich austauscht. Spielerisch geht es bei einem anderen Projekt zu, das bereits seit einiger Zeit erfolgreich läuft. Treffpunkt Gott. Ein Familiengottesdienst mit anschließenden Workshops und Essen soll für Austausch und Gemeinschaft über die sonntägliche Messe hinaus sorgen. Ein Thema begleitet den gemeinsamen Vor- und Nachmittag. Im April war das Thema passend zu Ostern, Sterben und Auferstehung. In den Workshops werden zum Beispiel persönlich gestaltete Mosaikkreuze erstellt. Palmkreuze gebastelt oder gemeinsam in der Bibel gelesen. Jung und alt zusammenzuführen und über den kirchlichen Tellerrand hinauszublicken, das funktioniert in der Seelsorgeeinheit Weiersbronn sehr gut.